Mach doch mal ein Rennen zusammen. Naja, die Straßen lassen ein Rennen jetzt nicht so wirklich zu. Was ging das jetzt? Nee. Ja. Mit Motor aus. Ja. Probiere ich nachher den Tank auch nochmal aus. Weil das ist ja realistisch auf jeden Fall. Das wird ja passen. Ja, ich kann mich aber weiß jetzt. Warte mal, ich fahre ja gerade auch an der Tankstelle vorbei. Ich gucke mal. Also, du hast es noch nicht verballert. Nee, aber ich muss sie ja trotzdem ausmachen. Ja, gut. Wenn, ne? Hat auch keiner gesagt, dass danach die Karre nicht im Arsch sitzt. Sollen sie aber auch bitte nicht. Der Sonntag kommt übrigens wieder ein neuer NPC. Okay, alles interessiert mich nicht. Also ich kann tanken, wenn er an ist. Komisch. Keine Lust auf Montag. Hast du nächste Woche immer noch deinen Anlern-Typen? Wie lange hast du denn noch den Beutel? Achso, eigentlich nicht wundern, irgendwo auf der Straße steht mal Anhänger, so lang, auf der rechten Seite, ne? Ach, wundert mich nicht, ich schieb mal. Ja, da sind überall welche. Ah, warte, den lass mich vorfahren, kann ich ihn gleich angucken. Das klappt jetzt, oder? Was sagst du? Konntest du jetzt tanken mit dem Motor an? Motor war an hier beim Tanken, ja. Ging? Ja. Du musst dich jetzt mit Anhänger schieben und du kommst runter. Ich verstehe auch nicht, warum ich hier so schwer durchkomme. Matsch fährst und ich war in der Wiese. Na gut. Oh. Hey, ich wollte gerade sagen, wolltest du nicht abbiegen, oder? Aber der ist Montag nicht mit. Der muss mit Chefin mit. Oh nein, da haben wir gar keinen Bock drauf, ne? Die Motorgeräusche? Ja, sieh. Tatsächlich in der Aufnahme immer sehr belastend. Jetzt wieder lauter. Gleich sagst du wieder leiser, dann verarscht du mich. Stoßstange schnüffelt. Oh ja. Da musst du gleich irgendwo mal einen Anhänger stehen. Worms! Da hau ich voll gegen, kipp da um und fällt den Berg runter. Nur richtig. Ja, auch nichts Neues. Ja. Huch.
Wahrscheinlich gleich in der Enge da, wo diese Felsen runtergeflogen sind. Da steht doch ein Anhänger mittendrin. Hier, hier vorne rechts. Altenheim. Was willst du vom Altenheim einsatteln? Schöne Granny? Eine gute Gilf? Ja, die wird wirklich nicht mehr schwanger. Kappa. Ja. Da brauchst du auf jeden Fall keinen. Verhüterli? Für Verhüterli? Hast du ein Verhüterli mit? Nee, du? Nee. Milf ist top, ja. Milf ist top. Bin raus. Debor, ich wünsche dir noch einen geilen Abend, mein Lieber. Oder euch auf jeden Fall. Zwei kriegst du noch drauf, dann brauch ich ja nicht fahren. Nö, zwei krieg ich noch drauf, ja, ja. Aber war das letzte Mal nicht so. Nee. Doch, oder? War das letzte Mal nicht so, dass von einer neuen Map, von der alten Map auf eine neue Map die Aufträge rüber gingen? Nee, ne? Ihr müsst ja den gleichen Abspann machen von der Map hier, ne? Wahrscheinlich. Und gleich zack, nochmal 10 neue Aufträge. Ja. Was sagen wir ziehen? Was? Was Alpecin ist? Alpecin ist so für die Haare, oder nicht? Keine Ahnung. War Alpecin war auch das hier, Drogen für die Haare, nur für die Haare. Corteo hat geschrieben, ach ja, Alcepin hilft Kapi. Oha, ist umgekehrt. So Bennett hieß er, Bennett. Von da war. Du hattest das von Sachsen Gaming den Tag bei LS reingepostet im Chat, ne? Ja, weil du nur Scheiß-Chat hast. Wieso? Ja. Es ist doch noch ein allgemeiner Chat, wo alle drin sind. Ja? Ja. Unter Chats. Auf ihn schaffen wir die Haare. Oh Gott.
bist mute. Hat er dich verarscht? Nee, ich war mute, weil ich gedampft hatte. Achso. Ja, so wie ich gestern. Immer mal zwischendurch hupen. Ist immer noch da, der Vogel, Alter. Sorry. Ja, der kommt nicht los von uns. Ja, ich merke das schon. Würde er Andi zugeben? Nee, sag doch nicht. Betonplatten. Aber ich doch schon. Finde ich aber bei Flu, wenn Flu da ist, so super. Flu kommt rein, wünscht euch einen schönen Stream, dann schreibt der Lurk und direkt danach fragt er, wie geht's. Ja. Gut, raus geht nämlich jetzt. Komisch. Merkwürdig. Wenn du auf F drückst, geht auch nicht. Fliege drin, ey. Runter? Ich dachte, der holt sich selber einen runter. Ach so, ja, locker. Mach ich aber auch gerade. Mach ich auch gerade. Immer beim Live sein. Also. Es gibt so das gewisse verbotene Gefühl. Da brauchst du gar nicht würgen, Maneta. Das weißt du ganz genau. In Göttingen war gestern ganz okay, Ben. Wollte erst alle Märkte abklappern. Alle R-Punkt-Märkte. R-Punkt? Ja, Airport. Oh.
Gott sei Dank ist wieder hell mal. Achso, falls du noch hörst, ist, weiß ich, morgen, nee, morgen nicht, übermorgen, übermorgen, irgendwann die nächsten Tage gibt es einen E-Mob für dich. Dann kriegt ein E-Mob? Ja. Also was heißt, der kriegt ein E-Mob? Also diesen Typen da mit den Leuchtstäben, die hatte ja Van auch vorgeschlagen, also sie hatte zwei Vorschläge gemacht. Dann hatte ich den da geholt. Und den, den ich da jetzt geholt habe, den habe ich mir selber einfallen lassen. Also, selber einfallen lassen, den zu holen. Einverleiben lassen? Einverleiben lassen, ja, ja, genau. Ganz dolle. Okay, kenne ich den? Den Emote? Nein. Ich kenne den Emote nicht, du siehst alles von mir und ich kenne deine. Naja, ich, der ist ja einfach nur gekauft, der ist ja nicht erstellen lassen oder so, ne? Ach, stimmt, du bist mal arbeiten, musst du morgen dann um 3 aufstehen oder was? Also so war das, darfst du aber auch echt nicht spielen, wenn du müde bist, ne? Dann pennst du euch ein. So, einmal rüber. Welches abgegeben mal mit Kaffee? Dann kannst du schon rüber zu den nächsten Maps. Dank moderner Dieselmotoren entsprechen heute die Emissionen von 60 Trucks den Emissionen eines Trucks. Kann ich nicht weiterlesen. Alter. Ja. This. What do you need?